Zwiegesang. Dame Galaxis trifft Heino. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht denn Zier, wenn mein Alpen blüht. Ein Schlager für Dame Galaxis. Mit Heino zwischen Geisterbahn und Schießbude. Wir haben 1965 die erste Schallplatte gemacht, die hieß Jenseits des Tales. Und das war ein altes Fahrtenlied, ein Lied aus der bündischen Jugend. Und das ist dann in der Blütezeit des Beats ein Riesenhit geworden bei uns in Deutschland. Ja, und da wussten wir, was wir, welches Lied gut das Publikum wollte. Wenn man eine Karriere startet, dann muss man schon wissen, was man macht. Man muss ein Image schaffen, man muss einen Typen schaffen, genau wie es die Amerikaner früher gemacht haben. Und wenn ein Management hergeht und er findet eine Figur, einen Typen, man kann den heute noch zu einem Star machen, aber das ist natürlich viel Arbeit. Man darf einen jungen Menschen, den man heute aufbauen will, nicht seinem Schicksal überlassen. Das heißt, man muss ihm Kleidung geben, man muss ihm Worte sagen, die er zu reden hat. Blau, rot, schwarz, blau, rot, schalali. Meine Brille ist, weil ich damals ein Augenleiden hatte und heute könnte ich ohne Brille gar nicht mehr Das Leben ist ja so immer in einem kleinen Schleier bei Ihnen. Ja, das ganze Leben ist ein Schleier. Aber Sie nehmen die Brille schon ab. Ja, nachts beim Schlafen. Ja. Nachts beim Schlafen. Ja. Hannelore, apropos Schlafen. Mhm. Wie sieht es denn im Schlafzimmer aus? Ich wollte wahnsinnig gerne ein bisschen hören, wie denn das private. Ja, wir haben ein ehefreundliches Bett. Wir liegen noch nach 15 Jahren unter einer großen Decke. Aber ich lasse ihn nicht alleine. Das ist unfair. Das stimmt. Heino, wenn wir schon was zum Lachen haben, Die Leute haben dich jahrelang verlacht und nicht wirklich ernst genommen. Du warst ja eine Parodie, eine Lebende. Ja, du hast es ihnen bewiesen, dass du eigentlich die Oberhand behalten hast. Ja, ne, ich meine, wenn man Heino belacht oder wenn man darüber lacht, was ich tue und mache, dann interessiert mich das überhaupt gar nicht. Ich habe über 30, 35 Millionen Tonträger verkauft. Und, das ist eine große Menge. Das ist mal eine große Menge. Millionen. Und da sieht man dran, dass das, was ich gemacht habe, richtig gemacht habe. Und ich stehe zu dem, was ich gemacht habe. Und es macht nur Spaß. Ja, ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Wenn ich im vergangenen Jahr bei der größten deutschen Musikmesse war in Köln. Ja. Und da bin ich aufgetreten zwischen Marky Mar, den ich gar nicht kannte. Marky Mar, Gott, den musst du kennen. Marky Mar. Weil es auch nicht meine Musikrichtung. Wir waren zusammen in einem Programm und ich habe den herkömmlichen Enzian gesungen und die schwarze Barbara Mohikaner und habe da den größten Erfolg gehabt bei der Musikmesse. Habe ich gedacht, warum nicht mal die gleichen Lieder in einem modernen Techno-Sound? Das habe ich gemacht und ich habe die eine mitgebracht. DJ Enzian Heino in einer Disco-Form. Ich schenke dir. Das ist Prosit, auf deinen Erfolg und auf deinen Erfolg. Oh, ich bin dich. Dass du noch viele, viele Jahre den Menschen Freude bringst. Dankeschön. Prosit. Musiktheater von Bob Wilson. Das Brodeln